höre auf zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. Bist du bereit für etwas Arbeit? Bei was brauchst du denn Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Wieso brauchst du meine Hilfe, um Betten zu bauen? Hey, wir haben eine Menge zu tun und wir sind schon wochenlang unterwegs. Wir brauchen Nahrung, Wasser, Unterkünfte und noch vieles mehr. Du wolltest wissen, wie du helfen kannst. Ich hab's dir gesagt. War das ein ernst gemeintes Angebot oder nicht? Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst.
Sturges. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Was meinst du damit? Ein Brunnen. Da müssen wir nicht mehr das Wasser aus dem Fluss trinken. Das Zeug ist ziemlich ungesund.
Sturges. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Was soll ich denn anpflanzen? Ist eigentlich egal. Kartoffeln, Mutterbeeren, Mais, was auch immer hier wächst. Scheint wirklich was zu werden. Sturges. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. An was für eine Art von Verteidigung hattest du denn gedacht? Mauern, Sandsäcke, Geschütztürme, was auch immer du hinbekommst. Hey, Sturges. Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen. In dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber... ja, ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Was jetzt? Tja,
Jetzt müssen wir wieder lernen zu leben, anstatt nur zu überleben. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann.